Reduziere deine Krebssterblichkeit um 12 Prozent. Ja, bevor ich dieses Geheimnis lüfte um diese neue Studie, möchte ich Sie bitten, bleiben Sie im Video. Es geht nämlich hier ums Vitamin D und ich messe seit über 15 Jahren Vitamin D-Spiegel. Und in diesem Video gehen wir jetzt nicht nur auf diese Studie ein, sondern ich erzähle Ihnen hier auch was, warum wir Vitamin D brauchen, für was wir es brauchen, welche Erkrankungen hiermit zusammenhängen, wie viel man einnehmen sollte und was man unbedingt dazu einnehmen sollte. Und hier gibt es noch sehr, sehr wenig Wissen in der Bevölkerung darüber, wie kann das Vitamin D denn am besten aufgenommen werden. Ja, was ist Vitamin D? Vitamin D ist eine Bezeichnung für eine Gruppe von fettlöslichen Vitaminen, die Calciferole, Vitamin D wirkt im Körper quasi wie ein Hormon und das Problem ist, dass wir eben hier durch Ernährung nur einen minimalen Anteil des täglichen Bedarfs gedeckt bekommen. Sie wissen vielleicht von früher her noch, Vitamin D ist in Lebertran beispielsweise enthalten oder auch in, in fettreichen Fisch, geringe Mengen auch in Eiern oder in Milchprodukten. Aber wenn überhaupt, dann können wir eben nur maximal 10% über die Ernährung von unserem Vitamin D-Bedarf letztlich decken. Und wir benötigen die UVB-Strahlen, das Sonnenlicht, damit wir dieses Mit Vitamin D in der Haut bilden können. Dort funktioniert es nämlich, die sogenannte Vitamin D-Eigensynthese. Aber unser Problem ist hier, wir in Deutschland oder Mitteleuropa, wir liegen im Prinzip schon zu nördlich, als dass das gut funktionieren würde. Es funktioniert zwischen März und Oktober, aber letzten Endes haben wir hier ein Problem, dass eine ganzjährig ausreichende Vitamin-D-Produktion, also auch eine Vitamin-D-Produktion über den Winter unterhalb des 35. Breitengrades nur möglich ist. Der 35. Breitengrad, der läuft so südlich noch von Italien und da sehen Sie eigentlich auch schon wie ja wie, wie südlich man leben müsste, damit wir eben unseren Vitamin-D-Bedarf gedeckt bekommen. Ich kann es bestätigen aus meinen Messungen. Ich habe Patienten aus Italien, nördlich von Rom, aus Südtirol, aus Liechtenstein und so weiter. Und auch diese Patienten haben wirklich starke Vitamin-D-Mängel. Sprich, die Strahlung reicht nicht aus. Das, was die Wissenschaft hier so erzählt, stimmt tatsächlich in der Praxis überein. Je höher wir kommen, desto geringer wird natürlich die Vitamin-D-Produktion. Norwegen, Schweden und dann noch die nördlicheren Regionen, Kanada und so weiter. Und das ist ein riesengroßes Problem. Je nördlicher, desto mehr muss man eben auf dieses Vitamin-D achten. Für was brauchen wir Vitamin-D? Das möchte ich hier. Ganz kurz nur halten, äh, Vitamin D, wissen Sie, ist wichtig für den Knochenstoffwechsel, zu, zu dem Erhalt von Knochen und Zähnen. Es wird also benötigt zur Regulation des Phosphat- und des Kalziumhaushaltes. Auch ähm, ist es ist wichtig für den Kalziumtransport, für die Kalziumaufnahme aus dem Darm beispielsweise. Viele Menschen wissen nicht, dass auch Vitamin D eine Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System hat also eine antithrombotische Wirkung eine quasi blutverdünnende Wirkung eben durch ähm, die Aktivierung von einem Stoff Promodulin beispielsweise so heißt dieser Stoff und äh, es kann auch eine Reduktion des Blutdrucks bewirken die Bauchspeicheldrüse die benötigt ebenfalls Vitamin D beispielsweise zur Aufrechterhaltung der Insulinsekretion der Insulinherstellung und auch zum Schutz und zwar Schutz der Bauchspeicheldrüsenzellen gegen die sogenannte Apoptose, also das ähm, Auffressen oder das Auflösen der Zellen. Und ähm, diese Apoptose, die kann durch Zytokine bewerkstelligt werden, also durch, äh, ja, sagen wir mal, wenn das Immunsystem äh, durchdreht, beispielsweise, ähm, hiervor schützt quasi Vitamin D, so eine, ein Eigenschutz der Bauchspeicheldrüse. Und dann reguliert Vitamin D natürlich auch das Immunsystem. Es stimuliert beispielsweise die sogenannte Phagozytose-Aktivität, das ist also die Aktivität des Immunsystems, selbst hier ähm, Krankheitserreger aufzufressen, beispielsweise. Es hat also Antikrebseigenschaften zusätzlich und es hemmt die Entzündungsstoffe ja die sogenannten Zytokine und ähm, es kann quasi Vitamin D eine Entzündung einfangen wie wir hier gleich noch im weiteren Verlauf des Vortrags sehen werden und wir haben auch noch eine Hemmung eine Wachstumshemmende Wirkung auf der Haut ähm, durch die Beeinflussung der sogenannten Keratinozyten, ja, das sind also diese Hornbildenden Zellen in der Haut. Sie machen ungefähr 90 Prozent der Oberhaut aus und auch hier kann eben Vitamin D sehr sehr schön, man kann fast sagen, ja, krebshemmend eingreifen. Und dann brauchen wir Vitamin D auch noch zum Erhalt der normalen Muskelfunktion, Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und so weiter. Das hängt ab von Vitamin D und die große Frage ist, haben wir denn überhaupt einen Vitamin D Mangel? Und hier gab es mal eine sehr schöne Studie relativ neu 2022, wo hier der Studienleiter gesagt hat, Vitamin D ist der weltweit am häufigsten auftretende Nährstoffmangel, obwohl Vitamin D eine der am besten erforschten Substanzen ist. Trotz alledem ist ein Vitamin D Mangel, und zwar, wir sprechen hier von weniger als 20 Nanogramm pro Milliliter sehr häufig und betrifft etwa, und halten Sie sich fest, die Hälfte aller oder der, der, der Weltbevölkerung aller Menschen, ja. Es gibt, ähm, Stand März 2023 über 100.000 Publikationen zum Vitamin D. Und was macht der Vitamin D-Mangel? Wir haben ja gerade schon ein bisschen was angedeutet über die Funktion. Häufige Infekte, Immunschwäche habe ich ganz häufig gesehen, auch in der Zeit jetzt ähm, mit unserem schönen neuen Virus, der ähm, durch die Welt gezogen ist. Allgemeine Müdigkeit beispielsweise, auch ähm, Schwindelzustände, Knochenschmerzen, Rückenschmerzen, Schlafprobleme, ganz, ganz häufig die sogenannte Winterdepression oder Frühjahrsmüdigkeit, die wir so in der Bevölkerung können, kennen. Wenn Sie das also haben, wenn Sie diese Winterdepression haben, diese schlechte Stimmung, diese Melancholie, wenn Sie am liebsten äh, sich einen Flug buchen würden in südliche Regionen, das können Sie für 20 Euro bereinigen, eben mit Vitamin. I mean, D. Dann auch die nachlassende Leistungsfähigkeit und Konzentrationsstörungen werden immer wieder genannt im Zusammenhang mit Vitamin D-Mangel, auch Kopfschmerzen. Und wir haben ja gerade schon gehört, die Hautgesundheit hängt damit zusammen. Schlechte Wundheilung, auch die schlechte Wundheilung ähm, im Mundbereich beispielsweise, Paratonditis und das, dann diese ganzen Knochenerkrankungen. Ja, Wenn der Knochen schwächer wird, Rachitis, Osteoporose, Osteomalazie und diese ganze erhöhte Knochenbruchgefahr, die kommt. Letzten Endes durch diesen Vitamin D-Mangel zustande. Aber nicht nur das. Auch Muskelschwächen, Muskelschmerzen, auch Krämpfe. Da essen die Leute wahnsinnig viel Magnesium. In Wirklichkeit haben sie einen Vitamin D-Mangel oder ziehende Muskelschmerzen. Das hängt zusammen mit dem Vitamin D. Auch Nervenschmerzen oder neurologische Erkrankungen, wie auch die Demenz beispielsweise, die hängen oder können zusammenhängen mit dem Vitamin D-Mangel. Und dann haben wir noch das Herz. Herzrhythmusstörungen und auch Kreislaufschwächen. Kann man beim Vitamin D-Mangel finden und verorten. Dann haben wir noch drei Erkrankungen, die in Studien gefunden wurden, in sogenannten Beobachtungsstudien wurde das gefunden, dass eben Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2, also der Altersdiabetes und eben auch vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie auch Krebserkrankungen, überhäufig einen Vitamin D-Mangel haben. Andersrum können wir es aber noch nicht sagen, dass wir einen Mangel ausgleichen und dann diese Erkrankungen verhindern können oder dass der Vitamin-D-Mangel die Ursache ist, sind einfach erstmal nur Beobachtungsstudien, die uns zeigen, dass eben diese Erkrankungen häufig im Zusammenhang stehen mit einem Vitamin-D-Mangel. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Studie. Und zwar hat man hier eine Studie gemacht, eine neue Studie, brandneu ähm, erschienen. Und zwar eine neue Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums. Und die Forscher dort haben herausgefunden, dass eben die Vitamin D-Einnahme die Krebssterblichkeit um 12% reduzieren könnte. Man schreibt da immer ähm, könnte und, und legt sich nicht so hundertprozentig fest. Äh, man schreibt dann in den Studien immer weitere Studien, äh, am Ende weitere Studien stehen aus. Aber eben hier äh, wurde eine große Population untersucht. Voraussetzung allerdings für diese zwölfprozentige Reduktion der Krebssterblichkeit. Und hier muss man nochmal die Krebssterblichkeit definieren. Die Forscher haben das also so definiert: Menschen mit Krebs, die dann Vitamin D einnehmen, reduzieren ihre Sterblichkeit um 12 Prozent. Und zwar nur, wenn sie das Vitamin D täglich einnehmen. Hier gab es eben den Unterschied zu diesen Bolusstudien, sage ich mal, wo man eben eine größere Menge nimmt, dann wieder einige Tage wartet, wieder eine größere Menge. Voraussetzung hier die tägliche Einnahme. Man hat hier 14 Studien. Mit aller, allerhöchster Qualität untersucht. Das ist eine sogenannte Meta-Analyse, also eine Studie, die andere Studien über, äh, untersucht. Wurden eben hier 14 Studien eingeschlossen mit 105.000 Teilnehmern. Und wie schon erwähnt, die tägliche Vitamin D-Einnahme war überlegen. Dann auch Menschen. Krebserkrankte, die einen Vitamin D-Mangel schon hatten und dann Vitamin D bekommen haben, die haben mehr profitiert. Menschen mit über 70 Jahren haben mehr profitiert und Menschen, die vor dem Krebs schon Vitamin D eingenommen haben, die haben noch mehr profitiert von dieser Vitamin D-Gabe. Sprich, es lohnt sich quasi, regelmäßig Vitamin D einzunehmen. Das hat man hier daraus geschlossen. Wo lag der Schwellenwert? Also, wo haben die Wissenschaftler gesagt, das ist jetzt ein Vitamin D-Mangel. Der lag hier bei 12 Nanogramm pro Milliliter und das ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Schwellenwert. Also, wir sprechen hier über einen schweren Vitamin D-Mangel und Sie müssen hier ein bisschen immer aufpassen. Es gibt diese Einheit Nanomol pro Liter und wenn man die Nanomol ähm, pro Liter Einheit durch äh, 2,5 teilt, dann kommt man eben auf die Nanogramm pro Milliliter. Im weiteren im Verlauf hier des Vortrags nutze ich eben die Nanogramm pro Milliliter. So. Jetzt ist aber die Frage, ähm, wir wollen ja nicht so lange warten, bis wir Krebs bekommen. Wie viel Vitamin D sollten wir einnehmen? Und auch hier gab es eine schöne Studie aus dem Jahr 20, äh, 2022. Und das schauen wir uns nochmal genau an, diese Tabelle. Und hier steht generell kann man seine Überlebensrate verbessern, quasi, wenn wir einen guten Vitamin D-Spiegel haben? Über 30 Nanogramm sollte er sein und auch bei. Alzheimer-Erkrankungen, Demenz und so weiter wurden hier Studien gemacht. Auch hier wurde geschlussfolgert, zumindest über 25 Nanogramm sollte er sein. Brustkrebs über 60 Nanogramm, beispielsweise. Darmkrebs 30 bis 40 Nanogramm. Und dann die ganzen Herzerkrankungen, ähm, kardiovaskuläre Ereignisse und so weiter, über 30 Nanogramm. Dann der Myokardinfarkt. Menschen sollten über 30 Nanogramm haben. Und Sie sehen es hier. Ich habe ja damals auch schöne, Studi äh, schöne Studien vorgestellt während der Covid-Zeit, dass eben Menschen mit einem hohen Vitamin D-Spiegel äh, das Ganze viel viel besser überlebt haben. Also eigentlich atemberaubende Studien. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie da meine alten Videos nochmal dazu an. Wirklich sensationelle Studien. Und der Diabetes Mellitus Typ 2 verlangt über 50 Nanogramm und der Bluthochdruck ist es die Hypertension über 40 beispielsweise. So. Das Fazit des letzten Endes ist es ist eindeutig, der Wert unter 30 Nanogramm ist letzten Endes nicht mit Gesundheit vereinbar. Der Minimumwert sollte über 40 Nanogramm sein, besser über 50 Nanogramm und wir haben gesehen vier Erkrankungen, äh, wie Brustkrebs, wie die SARS-CoV-2 Infektion und so weiter. Ähm, das war die Sterblichkeit letzten Endes verbessert, auch beim Diabetes mellitus Typ 2, wenn wir Werte hier von über 50 bzw. 60 hatten. Also empfehlenswert ist der Wert ab 60 Nanogramm pro Milliliter. Das wären dann 150 Nanomol pro Liter. Ich messe seit über 15 Jahren wirklich buchstäblich bei jedem meiner Patienten, immer wenn ich ihn sehe, den Vitamin D-Wert. Und ich kann Ihnen versichern, dass nur die Menschen, die tatsächlich Vitamin D einnehmen zu Hause, dann auch einen guten Wert haben. Ja, die Frage ist, wie viel Vitamin D pro Tag sollten wir einnehmen? Und hier zeige ich Ihnen Studienbasierte Empfehlungen, also nicht durch Fachgesellschaften, sondern durch Studien, um auf einen Wert von 30 bis 40 Nanogramm zu kommen, sollten Sie zwischen 2 und 4000 Einheiten pro Tag einnehmen. Warum steht bei den Herstellern immer drauf nur 1000 Einheiten pro Tag, das hat einfach eine, einen rechtlichen Hintergrund. Jeder Hersteller, der ähm, sich hier hat rechtlich beraten lassen, wird die 1000 Einheiten pro Tag draufstehen haben. Aber die Studien sprechen hier eben eine andere Sprache. Es gibt auch noch Studien, die zeigen, dass Normalgewichte, Normalgewichtige bis zu 6000 Einheiten pro Tag brauchen, um auf 40 Nanogramm pro Milliliter zu kommen. Übergewichtige sogar 7.000 bis 8.000 Einheiten und das, was Sie wirklich tun sollten, ist hier Ihren Vitamin-D-Spiegel messen zu lassen. Ähm, die Kosten sind so circa 17 bis 20 Euro und ich empfehle jeden Herbst zu messen, damit man weiß, wie gehe ich denn in den Winter hinein. Ähm, ein, ja, der Arzt, der sich auskennt, der weiß dann, wie man die Dosierung errechnet. Ja, wie, wie kann man das errechnen, wenn Sie jetzt den Wert haben, wenn man die Kilogramm des Patienten weiß, dann kann man sozusagen aus, anhand dieses Blutwertes errechnen, wie viel Vitamin D benötigen Sie da, dass Sie, das, dass Sie Ihren Mangel ausgleichen. Und im zweiten Schritt können Sie dann errechnen ganz genau, wie viel Vitamin D benötigen Sie, damit Sie den Wert halten. Allerdings gibt es da natürlich zwei, drei Problemchen, die werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Erstens mal müssen Sie Vitamin D mit anderen Stoffen einnehmen damit es gut absorbiert werden kann und dann haben wir noch das sogenannte Vitamin D bindende Protein, ein Protein, das das Vitamin D quasi aufnimmt und weiter transportiert. Und wenn ihnen von diesem Vitamin D bindenden Protein, wenn das fehlt bei ihnen oder wenn es einfach erniedrigt ist, dann brauchen sie höhere Dosierungen, damit sie auf ihre Dosis kommen. Deswegen ist das Messen und die individuelle Beratung immer das genaueste. Und so schaue ich bei meinen Patienten wie kommen Sie, wie gehen Sie in den, in den Winter hinein? Und dann schaue ich auch, wie kommen Sie aus dem Frühjahr heraus? Also so im, oder aus dem Winter heraus, wie, wie gehen Sie in das Frühjahr hinein? Weil wir ja gesehen haben, so März, April dauert es ungefähr, bis wir dann das Vitamin D anfangen zu produzieren. Und das heißt noch lange nicht, wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, dass Sie dann auf einen normalen Wert schon sind, sondern Sie können dann durchaus mit einem Mangel, kann es durchaus sein, dass Sie bis Juni, Juli, August warten müssen, bis der Wert einigermaßen wieder normal ist und dann kommt schon wieder der nächste Winter. Sprich zweimal messen pro Jahr, das lohnt sich absolut. Ist denn die Einnahme von Vitamin D eigentlich sicher? Und hier hat sich das Institute of Medicine aus den USA festgelegt und sie haben festgestellt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Einnahme von bis zu 10.000 Einheiten pro Tag Vitamin D irgendwelche nachteiligen Auswirkungen hat, aber aus Sorge um die Sicherheit haben sie den obersten Wert auf 4000 Einheiten pro Tag festgelegt. Ich sage gleich nochmal was dazu. Zum Vergleich in der Haut, an einem so einen Sonnentag werden bei optimalen Bedingungen täglich, bei intensiver Sonneneinstrahlung beispielsweise, wenn Sie jetzt Sonnenbaden im, im Hochsommer sind, so ca. 20.000 bis 25.000 Einheiten Vitamin D produziert. Da gab es eine Studie dazu. Und es, man muss schon sagen, es gibt einfach Menschen, die sollten mit der Vitamin D Einnahme Rücksprache mit ihrem Arzt halten in erster Linie mal wenn sie Werte über 100 Nanogramm haben dann kann es eben gefährlich werden dann kann hier kalzium ausfallen und es kann zu nierensteinen kommen der kalziumwert kann nach oben hüpfen kann nach oben springen es kann zu störungen kommen eben in diesem Phosphat-Calcium-Kreislauf, das heißt, nicht viel Vitamin D hilft viel. Ich kenne diese ganzen Protokolle aus dem Internet, wo teilweise Millionen Einheiten pro Tag eingenommen werden oder 100.000 oder 500.000 Einheiten oder so etwas über eine intensive Zeit. Ich warne Sie davor, ich habe diese Fälle in der Praxis schon gehabt. Tun Sie es nicht, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie es messen und viel Vitamin D hilft nicht viel, auch wenn es hier von den amerikanischen Influencern immer wieder so gebracht wird. Auch ich habe sensationelle Stories mit ähm, mit viel Vitamin D-Einnahme schon in meiner Praxis gehabt. Ich empfehle es aber nicht, weil ich eben auch die Stories hatte, dass man sich dadurch schädigt, Nierensteine bekommt. Beispielsweise eine meiner jungen Patienten, 33 Jahre, hat es übertrieben, hat Vitamin D bis zum Anschlag genommen. Und täglich hatte sie, ich glaube, 10 oder 20.000 Einheiten genommen. Wurde mit dem Notarzt dann in die Klinik gefahren und sie hatte schwere eine schwere Nierensteinproblematik. Ja. Also das möchten Sie bitte nicht erleben. Ähm, Sie können auch noch andere Symptome der Vitamin-D-Toxizität bekommen. Also halten Sie einfach Ihren Wert auf 50-60, so wie die Studien sagen. Und ich denke, dann ähm, ist man hier auch gut versorgt. Äh, die gesamte Gesundheit hängt nicht nur am Vitamin-D-Wert. Aber Vitamin-D ist natürlich super wichtig. So, und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Teil. Vitamin-D sollten Sie immer kombinieren und zwar erstens mal mit dem vitamin k2 und zweitens mit magnesium. was ist vitamin k2? vitamin k2 ist ein ähm, vitamin, das das sogenannte Osteokalzin aktiviert. es ist also wichtig für die calciumeinlagerung, damit wir also aus diesem calcium dann Tatsächlich auch Knochen machen können. Es kommt zur Aktivierung eben von dem Osteokalzin und dem sogenannten MGP-Matrix-Protein, Matrix-GLA-Protein. So heißt es, es ist einfach ein, ein Eiweiß, ähm, was wichtig ist, dass das Kalzium zum Knochen transportiert wird und dann dort auch eingelagert wird, wo es hingehört. Letzten Endes und es arbeitet mit dem. Vitamin D, dieses Vitamin K2 auch synergistisch zusammen, dass eben hier diese, dieses Osteokalzin, dieser Knochen, diese Trabekelstruktur hier quasi produziert wird. Und wir haben dieses Vitamin K2 in mehreren verschiedenen Formen. Und wenn Sie das lesen, Vitamin K2 MK7, das ist die MK7 in der Alltransform, so ist es. Das hat die beste Bioverfügbarkeit. Also, wenn Sie eben Vitamin K2 einnehmen, dann achten Sie darauf, dass es eben MK7 draufstehen hat. Und wir brauchen auch noch einen zweiten Stoff, das ist Magnesium. Magnesium ist Super wichtig für die Vitamin-D-Umwandlung. Magnesium verbessert auch im Zusammenhang mit Vitamin-D die sogenannte Gehirnplastizität. Das ist also die Eigenschaft des Gehirnes, dass sich das Gehirn wieder lernen kann, dass es neue Vernetzungen bilden kann und so weiter. Und ohne Magnesium, und das ist, wissen viele Menschen, nicht benötigt man. 146 Prozent mehr Vitamin D, um auf 40 Nanogramm pro Milliliter zu kommen. Dort hat man also auch Untersuchungen gemacht. Interessanterweise: Die Afroamerikaner benötigen Magnesium unbedingt, weil sie sonst Vitamin D in einer Form einspeichern, die ähm, ja für sie unnütz ist quasi. Sie können es nicht richtig verwerten. 50 Prozent der Afroamerikaner können das dann nicht richtig verwerten. Die Empfehlung hier. Der Experten ist ca. 400 Milligramm Magnesium pro Tag zusätzlich einzunehmen. Ich habe ein sehr schönes Magnesium-Video, das würde ich Ihnen ans Herz legen. Verlinke ich Ihnen hier auch nochmal. Ähm, da können Sie sich über die Frühwarnzeichen von Magnesium beispielsweise informieren. Was ist also die finale Empfehlung für Erwachsene? So zwischen 3 und 6.000 Einheiten Vitamin D pro Tag. Wie gesagt, messen, messen, messen. Dort haben Sie die Präzision dann drinnen. Kinder natürlich viel, viel weniger. Kleine Kinder 400 Einheiten und dann 800 Einheiten, also vielleicht auch 1000 Einheiten, 1500, das muss man eben dann ausrechnen und schauen. Und das Vitamin D K2, MK7, dort wird empfohlen, so zwischen 100 und 200 Mikrogramm pro Tag einzunehmen. Und wie gesagt, die 400 Milligramm Magnesium pro Tag. Und zwar letzten Endes, ja, für die gesamte Familie, so wie wir das hier sehen. Denn gerade auch Kinder benötigen Vitamin D. Und auch ähm, MK2 und so, also K2, ähm, MK7, damit eben hier der Knochenaufbau wunderbar funktioniert. Abonnieren Sie meinen Kanal, ich freue mich über jeden Abonnenten. Schauen Sie das nächste Video an und dann sehen wir uns bis bald und ich danke Ihnen fürs Zuhören.